Hallo, herzlich willkommen zur 11. Folge von Paper Mario Legende vom Millionentor. Wir sind gerade auf dem Weg zum Millionentor. Warum ist das rechte Weg zum Millionentor? Ja, wo ging's da nochmal lang? Wo mussten wir hin? Also, wir mussten da rein, ne? Und rein da. Jetzt können wir mal schauen, was da ist. Wir haben uns jetzt einfach nur einen Weg gespart. Beim dritten Versuch hat es auch hingehauen. Oh ne. Das Ganze so. Für ganze 2 Sternpunkte hat sich gelohnt. So. Ja, was ist denn da drin? Oh nee, lass mich in Ruhe. Wenn man da schon mal rein kann, muss man natürlich auch schauen. Und dann können wir hier noch nichts machen. Warte. Gut, wir müssen doch jetzt da hoch, oder? Oh, was ist jetzt mit dem? Das ist nice. Perfekt. Und schon sind wir da. Oh. Ist das Sterne? Ja, jetzt halt die Schnauze. Schon wieder X statt Y gedrückt. Da haben wir hier einen Sieg, ne? Krass. Wir können mal schauen, wo es da lang geht. Vorsicht, nicht hineingehen. Röhren ins Innerste der Erde. Eingang zu den Duellkernen. Alles klar, hier wollen wir glaube ich noch nicht hin. Ich glaube, das ist ein Endgame. Endgame-Stuff. Das wollen wir noch nicht. Wing. Und dann halten wir mal die Karte. Und dann Mario, halt das Sternjubel hoch. Ja, auf geht's. Schauen wir mal, wo Sternjubel 2 auf uns wartet dann. Eins von 7 haben wir schon. Ich könnte selbst jetzt gar nicht sagen, wo Nummer 2 ist. Oder was Nummer 2 war gleich nochmal. Welche Medaille wir kriegen oder was für ein Boss uns erwartet. Ich weiß ja alles nichts mehr.
Alles nichts mehr, ja. Alles nicht mehr. Boah. Das ist krass. Nummer 2 war aber nicht dazu. Nee. Nummer 2 war. Ah ja, doch, klar. Klar weiß ich das wieder. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, da holen wir es das Grüne mal. Auf der magischen Karte wurde die Lage des Sternenjuwels eingetragen. Du Mario, da steht, wo sich das nächste Sternenjuwel befindet. Aber ich kann es nicht entziffern. Wir sollen Professor Gumball um seinen Rat bitten. Ja, okay, ab dafür. Achso, wir werden sogar teleportiert. Das ist aber nett. Das ist nett, dann muss ich das ja nicht selbst laufen. Ich verstehe. Wo finden wir nun das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Da befindet sich im... Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Im Inneren eines großen Baumes als zweites Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen leben. Es gibt in den Karakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Übrigens, Herr Professor, wegen der Prinzessin, Mario hat vorhin eine Mail von Prinzessin Peach erhalten. Das musst du jetzt einfach so ausplaudern. Ist das nicht irgendwie felsenlicheres Briefgeheimnis? Sie schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach der Sternenwelt suchen. Allerdings weiß sie selbst nicht, wo sie sich befindet. Diese Kerle suchen also auch nach dem Sternenwelt. Das haben die nur vor. Leider weiß ich noch immer nicht genug über den legendären Schatz. Der einzige Anhaltspunkt sind die Karte und die Sternenwelt. Und sollten wir also in den Wunderwald gehen und das nächste Sternenwelt suchen? Genau, das ist ja fast Kupion. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt daran, euch im Toadhaus auszuruhen, wenn eure Kräfte nachlassen. Ja, okay. Ab dafür. Sehr geehrter Mario, vielen Dank für deine Bestellung bei Toads und Koopas, die ab sofort in unserem Ladengeschäft zur Abholung bereit ist. In der Hoffnung, dass diese Mail auch sie hier auch ohne Sehhilfe lesen kannst, verleihen wir hochachtungsvoll Toads und Cooper. Sudala, ich wollte nicht einen Screen machen. Wir sind fast tot. Ich ignoriere Luigi hier mal ganz schnell. Ich will erstmal ins Toadhaus gehen. Ja, ich will mich ganz gern ausruhen. Okay. Ab dafür. Hallo, wir haben jetzt wieder Kontaktlinsen. Bitte schauen wir vorbei. Wir schauen erstmal, was hier steht. Der Drache Logolas, der Feuertal, ist von einem mutigen Helden besiegt worden. So, lecker. Auf der Suche nach Orden, dass mir in Logalsburg ein süßer, bärtiger Kerl begegnet. Eine diebische Herzensbrecherin. Nagerine. So, was hat denn Luigi für uns? Hey Luigi. Ah, Mario, glaube ich, dass wir uns hier treffen, oder? Ich? Was ich so mache? Also, du musst wissen, ich bin auf der Suche nach der Prinzessin Eclair. Ist die Prinzessin des Biskuit-Königreichs und ich muss sie retten. Sie wird nämlich entführt, und zwar von einem finsteren Gumba-König. Ich kam gerade von einem Treffen mit dem Minister des Biskuit-Königreichs. Ein sehr kultivierter Herr, sein Name ist Toadsworth. Toastworth, oh mein Gott, ist der Scheiße. Seid ihr davon erzählen? Das ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Oh, ich bin so bereit, Luigi. Also, es ist eine lange Geschichte.
Als der Brief von Peach angekommen war, bist du ja sofort abgereist und ich machte mir gerade das Essen fertig, da kam noch ein Brief an. Interessanter Brief. Kurz gesagt, es stand drin ungefähr: Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toastworth und ich habe eine Bitte. Ich schreibe euch aus dem Biskuit-Königreich. Und hier gibt es ein Problem. Vor einigen Tagen hatte der Goomba-König unsere Prinzessin Eclair entführt. Ohne eure Hilfe werden wir es nie schaffen, sie hier zu befreien. Wir hoffen auf euch. Bitte meldet euch bald, Toastworth. So ungefähr stand es in diesem Brief. Nun, du warst nicht da, aber irgendwer musste den Leuten doch helfen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, in das Biskuit-Königreich. Ich habe mir noch kurz notiert, was ich eigentlich kochen wollte, damit ich direkt weitermachen kann, wenn ich wieder heimkomme. Und dann ging es auch schon los. Ich komme also an und Toastworth erklärt mir erst einmal die Lage. Der Goomba-König hat also die Prinzessin entführt. Allerdings weiß niemand, wo er sie versteckt hält. Der Wunderkompass wird uns den Weg weisen. Jedenfalls sagt das der Hofastrologe. Der Wunderkompass ist aber in 7 Teile zerbrochen. Und seine Teile sind in all 7 Winde verstreut. Seit sie vor Äonen verflucht wurden, warten sie auf ihren Finder. Jedes Teil des Wunderkompasses zeigt auf eines der anderen Teile. Und eines dieser Teile steckt in Prinzessin Eclairs Diadem. Ich muss also nur dem Wunderkompass folgen. Er wird mich führen. So sollte ich also die Prinzessin Eclair finden. Also bringt Toastworth das Diadem zum zum Richtungssockel. Das Kompassteil bringt den Sockel zum Leuchten und weit im Süden, da erstrahlt der Feuerberg. Der gefährliche Vulkan mitten im Puddingmassiv. Also ist der Feuerberg das erste Ziel meiner Reise. Was für ein Abenteuer, der Weg dorthin ist sicher voller Gefahren. Aber ich muss sie klar retten. Soll ich noch was erzählen? Du hast nichts mehr zu erzählen. Okay. Sprich einfach dann. Ja, okay. Danke, Luigi. Wir werden definitiv darauf zurückkommen. Du dummer Ficker. Du lässt mich jetzt hier durch. 10 Münzen bezahlen? Ich bezahle keine 10 Münzen, Bro. Ich zahle dir keine 10 Münzen. Das kannst du vergessen. Nein, oh Mann. Noch 4. Oh, komm mal, wie kann ich das zweimal verkacken? Drücke im richtigen Moment an. Das Maximum haben wir noch gar nicht eingesetzt. Das machen wir jetzt zum ersten Mal. Schade. Kriegt das Block nicht hin, das ist krank. Kupio. Wie du überlebst das? Bingo? Komm mal. Klar, dahin zu close. So, jetzt haben wir uns 10 Euro gespart. Das hat sich doch schon gelohnt. Und kriegen 20 Sternpunkte dafür. Das ist cool. Ich freue mich. Verdammt, nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast, denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen. Basically, ja.
So, was gibt denn hier hinten? Das verschlossen, okay. Das ist jede Bande von Moluski, dem Räuber. Was auch immer du hier willst, es wird nicht einfach sein, Moluski zu treffen. Ich weiß gar nicht, was ich hier will. Dieses Ostende. Ostend ist ein ziemlich gefährliches Viertel. Mit den Kerlen, die hier leben, ist nicht zu spaßen. Wer kein Geld hat, muss eben sehen, wie er sich durchschlägt. Aha. Das habe ich richtig gesehen. Wie hast du es nur geschafft, bis hierher zu kommen? Ach, eigentlich auch egal. Ich kenne den Weg schließlich auch. Hey, was machst du denn hier? Was machen wir hier? Was ist los? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde! Kannst du mich noch so von der Seite anquatschen? Von Typen wie dir besiegt zu werden, tut echt doppelt weh. Vielleicht können wir hier noch nichts machen. Oder oben. Wäre ein Sternsplitter. Den können wir auch noch nicht holen. Jetzt müssen wir hier durch. So, was ist das hier? Hey, hey! Ich bin ihr Infomaus. Die famose Infomaus. Ich habe alle Informationen, die man braucht. Wenn du Probleme mit Problemen anderer hast, helfe ich dir gerne, aber nur für Münzen, verstehst du? Du hast jetzt ja keinen Auftrag angenommen. Ja, okay. Du bist erstmal in der Jobagentur, ne? Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welchen Auftrag es gibt, siehe auf der Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Oh, das hört sich cool an. Ein gutes Angebot, oder? Aber merkt ihr, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probier's doch gleich mal aus. Ach du Scheiße, sind das viele. Schlag mich? Ich bin Marcello, du musst mir helfen, mich an etwas zu erinnern. Du findest mich am Rollinger Markt, direkt vor dem Laden. Ja, ich würde gerne den Auftrag von Marcello übernehmen, ja. Ja, Marcello will, dass wir ihn schlagen, also schlag mir Marcello. Oh, schnell, ne? Können wir immer noch nicht öffnen. Das macht mir ein bisschen. Macht mir noch traurig. Leider. Hast du Marcello? Hast du Marcello? Du hast Marcello, oder? Nee. Achso, genau vom Laden. Du bist Marcello. Danke, dass du einen Auftrag übernommen hast. Neulich habe ich mir von einem enorm profitablen Geschäft gehört. Aber leider habe ich komplett vergessen, worum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Schlag mich bitte, also bitte mit deinem Hammer, bis ich mich wieder erinnere. Wenn du mich weiterschlägst, aber ich mich erinnere, vergesse ich wieder. Hilf mir bitte. Ah, okay, erinnere dich. Jetzt weiß ich es wieder. Wenn ich in Rohlingen Laden Schäfchen kaufe und sie in Blütenweiler verkaufe, verdiene ich an jedem einzelnen 2 Münzen. Hehe, zum Dank höre meinen Rat, übertreibe es nicht. Kriegen wir jetzt eine Belohnung? Anscheinend kriegen wir keine Belohnung. Gut, aber wir müssen Kontaktlinsen kaufen. Ja, danke dem. Der Pilz ist halt auch wichtig. Muss man auch nochmal mitnehmen. So, Alter. Hast du meine Kontaktlinsen gebracht? Jetzt nimm die direkt Kontaktlinsen und lass uns durch. Doch, meine Kontaktlinsen. Ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich. Ja, verpiss dich. Und von jetzt an werde ich gut aufpassen.
Okay, wir haben hier auch nochmal einen ganz anderen Stadtteil. Aber wir können mit runter. Ist das, was wir wollen? Ah, okay. Wir müssen Kupio schnell mit Combrino tauschen. Die muss uns den Kollegen auch mal schnell scannen. Moin. Das ist ein Mega-Spoing. Also ein aggressives Spoing mit Stacheln auf dem Kopf. Maximal KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Ist ansonsten aber genau wie ein Spoing. Nur auf die Stacheln musst du ein wenig aufpassen. Wird diesen Dingern eigentlich nicht schwindelig, wenn sie sich da umdrehen? Nice. Nice. Okay. Tauschen wir dich hier mit Kupio. Oh. Zu früh. Bringen die auch nur ein? Das ist ja richtig lächerlich. Okay. Krass. Ich dachte, die bringen mehr. Ich hatte mir erhofft, dass die mehr bringen. Also ich denke mal, wenn ich da reingehe, komme ich da in diesem Blumenfeld raus. Oder? Ja. Gehen wir wieder rein, aber. Weil aktuell wollen wir nicht raus. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Also würde ich sagen, lasst doch ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut doch auch beim nächsten Mal wieder vorbei, der Kollege ist wieder da. Und tschüss.